Die Salzburger Festungsbahn feiert heuer ihren 130. Geburtstag. Heute bringen die beiden Gondeln in nur 54 Sekunden bis zu 1850 Gäste auf den Festungsberg. Wenn wir heute vor der Festungsbahn stehen, sie feiert 130 Jahre Bestehen, dann zeigt es, was es bedeutet, nachhaltig zu wirtschaften. Das wollen wir. Das heißt, heute beginnt sozusagen die Veranstaltungsreihe 130 Jahre Festungsbahn, die den ganzen Juli bis 30. Juli dauern wird, mit tollen Aktionen für unsere Gäste. Als Geburtstagsgeschenk für die Gäste gibt es dieses Jahr etwas ganz Besonderes, ein 8x8 Meter großes Kunstwerk vom deutschen Starkünstler Leon Löwentraut. Das Kunstwerk mit dem Titel Lost Horizon ist eines meiner Werke, wo ich besonders stolz drauf bin. Es gibt ja auch immer Werke als Künstler, wo man sagt, das ist etwas, so, wo ich sehr, sehr stark hinterstehe. Natürlich hinter jedem Gemälde von mir, sonst würde es das Atelier nicht verlassen. Aber dazu ist halt die Geschichte entstanden mit Lost Horizon, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo es halt so wichtig ist, dass wir uns halt Gedanken um unsere Nachwelt machen, dass wir uns Gedanken um die Nachhaltigkeit machen. Wie leben wir? Was können wir an unserem Leben auch verändern, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, um für die Nachhaltigkeit halt was beizutragen? Und wenn das jeder von uns macht, dann würden wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiterkommen. Uns verbindet die Moderne, uns verbindet das Ansprechen durch Kunst der neuen Generation, der Jungen. Uns verbindet die Weitsicht hin zu, wie schaffen wir Klimaneutralität, wie schaffen wir Nachhaltigkeit. Zum 130. Geburtstag gibt es auch zahlreiche Aktionen bei der Festungsbahn. Alle Details finden Sie auf www.5schätze.at.